Hallo und willkommen zurück zu Borderlands, der Prisley Quell. Genau. Jeder hat sein eigenes Auto. Echt? Das ist ja ein Typ. Hallo Oscar. Wait, das ist die Main Quest, die wir nicht ausgewählt haben. Wir will den ausgewählt haben, den Wandler. Oder ist direkt vor uns? Hier ist Schrott. Aber keine Sorge, es gibt ja noch den zweiten Wandler. Er ist in einem Banditencamp in einem alten Bahnhof. Dort leben ein paar wilde Skags, die Boosters. Wenn du willst, geh hin und erklär ihnen, dass ich ein paar Ersatzteile brauche. Warte, dann sagen sie sich auch... Daddy mag Schlummerschlafi Bubu! Oh, so viel zu dem. Haben wir eine Quest erledigt, wenn die andere geredet hat über die andere Quest? Schwierig. Oh, Herausforderung erledigt. Yeah. Wo bin ich und wo muss ich hin? Ja, da wo der Questmarker ist. Ich muss über die Brücke. Da wäre ja, das Ausrufezeichen. Ja, weißt du, wenn ich... Achso, das willst du erst einsammeln. Ja, macht Sinn, wenn wir eh schon da sind. Ich bin gar nicht falsch gefahren. Ich wollte von Anfang an hierher. Steig mal aus und hol es dir. Ja, mache ich ja gerade. Dauert halt ein bisschen. Steig schneller aus. Ja, es dauert heute ein bisschen. Mir geht die Luft aus. Du hast schon endlich Luft in deinem Fahrzeug. Die Zeit wird kommen, wenn die Warlords und kleinen Könige und Königinnen mit Schüssen aus diesem Land vertrieben werden. Die Volksbefreiungsarmee ist die Gewitterwolke am Horizont. Bring uns Knarren, Knarren, Knarren. Mit Knarren bringen wir den Gewitterblitz. Bring sie zu unserem geheimen Übergabeort in Concordia. Bring genug und du kriegst eine Belohnung. Hier ist irgendwo die Waffenklappe, die wir finden. So. Bring ihnen ins Gesicht. Das da? Spenden. Spende Waffen von gewöhnlicher Qualität, 50 Stück. Hier in unseren Reihen, die du uns rüstest für die Schlacht, werden die Soldaten Mut schöpfen. Ach du Scheiße. Waffen spenden? Das ist eine von diesen. Das dauert 100 Jahre, Quest. Habe ich Bullshit-Waffen in meinem Wett? Ich habe gar keine Waffen in meinem Wett. Ja, meins wird auch als leer angezeigt, weil ich nur ausgerüstet habe. So viel dazu, wir kommen dann später wieder. Töt mal die Scarfs mit dieser Spezialwaffe, das war ja die andere Quest. Ah, okay. 2 von 15. Oh, was zur Hölle? Ah, okay, das ist schon. Oh nice, ich mag den Korrosionseffekt. Ich möchte eine von den Latzballern. Ein paar Scarfs abfackeln und hier ein bisschen aufräumen. Aber denk daran, das musst du in einer sauerstoffreichen Umgebung tun. Alter! Es lebe die Wissenschaft! Sauerstoffreiche Umgebung. Passt. Bleib dann einfach mal hier im Sauerstoff. Ist keiner mehr spawnen, bleiben wir hier. Oder bis wir fertig sind. Ziele 100 kritische Lasertreffer. Alles. Die Waffe hat ja echt eine lange Nachladezeit. Huch, was tust du? Ja, mein Schild. Da fliegt irgendwo ein Gegner vor uns. Oh, mein Schild. Habe ich jetzt die Quest schon geändert? Eine Reihe, okay. Mir fällt gerade so auf, alle Quests hier sind hart. Sind wir so low level? Anscheinend. Man kann Laser zwar auch im Vakuum abfeuern, aber in einer Atmosphäre sind sie viel effektiver, weil die Ziele dann brennen. Dafür braucht man Sauerstoff. Logisch, oder? Weiter so. Okay, gut zu wissen. Ich sehe da ein Bonusziel. Was? Wenn du die... aber ja, jetzt hier. Nicht, Laser feuern am besten, wenn es eine Atmosphäre gibt. Ja, wir haben einen angezündet, passt schon. Wir müssen sie hier drin töten, damit sie... verbrennen. Okay, ich weiß gar nicht, welche Quest das überhaupt ist, deswegen... Ja, jetzt hast du sie gerade wieder weg ausgewählt. Ich weiß gar nicht, wie du das machst und ob das
Das wird ausgewählt, weil du es erledigst. Also, oh, als wir vorher diesen anderen gekillt haben, wurde es quasi dadurch ausgewählt, dass wir das getan haben. Dann, oh mein Gott, es sind ja so viele. Wo sind wir gerade? Weggezappt, 1.0. Das Killen ist. 6 von 15 mit Laserwaffe gekillt und 1 von 5 mit Feuer. Der Typ ist immer noch nicht hier drin. Komm, gefecht hier rein. Ich weiß nicht, ob das Bonus-Tief irgendwas wichtig ist, außer Geld und Erfahrung. Wahrscheinlich nur das. Aber wieso ist das ein Bonus-Ziel? Ja, das ist eine andere Farbe, erkennst du das? Dafür stehen die Plusse da. Systeme grün! Medikit! Ich verstehe gar nicht, warum du ihn jetzt überhaupt versuchst, da umzurennen, einfach so weit wegrennst, damit du ihn dazu zwingst, hier reinzulaufen. Oh, würde er das dann? Ich denke schon, wenn er uns täten will und nicht an uns rankommt. Okay, wo ist er denn? Ich sitze dann einfach mal hier. Er hat eine Granate gemacht. Ach, er steht hinter unserem Fahrzeug. Okay, keine Ahnung, ob er uns von da das dann verfolgt. Guck mal, ob ich ihn beiden kann. Hey, komm mal her! Außerdem sind es trotzdem 6 von 15, obwohl ich ja gerade einen gekillt habe, also hat er irgendwie nicht gezählt. Aber dann muss der irgendwie, ja, verstehe ich dann auch nicht. Naja, aber also die Quest werde ich, diese andere Quest mit der Revolution, die so aus, bisschen wie Kuba sah der Typ aus, so wie dieser, hab vergessen wie er heißt. Wieso fällt mir das jetzt nicht ein? Na egal. Dass wir dem jetzt 50 gewöhnliche Waffen geben sollen, macht mir Sorgen. Weil rate mal, was danach da kommt. Das tut so weh. Was war das wieder neue? Ich brauch Heilung. Wahrscheinlich jetzt erstmal eine Weile nicht. Mach mal was anderes. Ist nur dieses Wasser, was in meiner Tasche stand. Okay. Dann machen wir das da, oder? Geh zur gefrorenen Schlucht. Ah ja, das ist dahin. Warum? Das ist ja eine Nebenquest, oder? Ja. Ich nehme an, dass du das weißt. Optionale Mission nennt sich das. Gut. Auf geht's! Na, tot. Nochmal eine Herausforderung fertig. Badass Rang. Kommt noch eine. Ich glaube, die Kugeln landen da, wo mein Visier ist. Also muss ich den Küken immer folgen. Da bin ich. Sekunde. Oh. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Gegen die Wand, genau. Ja, gut. Oh, okay. Steig aus. Wir anscheinend zu Fuß dahin. Ich brauche Leben. Eisenhöhle ist speziell. Enthält Methan, Ethan und Anrethan. Hält kalt für lange Zeit. Du arbeitest schnell. Höhle ist sehr kalt und dort wilde Kreaturen. Aber behältst du kühlen Kopf? Nina macht Witze. Also ich verkaufe die Waffen jetzt nicht, ich habe die jetzt einfach alle dabei und dann legen wir die da ab. Ich will jetzt einfach so viele mit wie geht, also nicht mehr verkaufen, einfach alles mit. Ja. Hier wäre ein Medikit. Oh. Oh, hier, ein Medikit. War echt? Ja, das hat dein Charakter gesagt, also danke dafür. Ja, okay, ich weiß nicht. Wo ist es denn? Ja, das frage ich mich auch. Du hast doch eins gefunden, hä? Ich habe einen Mondstein gefunden, aber und eine Waffe. Ich weiß nicht, warum sie sagt, ein Medikit, muss ich ehrlich sagen. Wurde viel gut. Oh. Mir ist so kalt. Ich aktiviere mal das O2 hier. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Die wollen spielen! Spiele sie dort und bringe Eis zu Nina! Okay. Oh Gott. Ich geb dir Deckung, Wilhelm. Merkwürdige Aliens, Mann. Mondbewohner. Ich wundere es, dass es denen kein Problem macht, in das Sauerstofffeld zu fliegen, weil die brauchen ja anscheinend keinen zum Leben. Mal. Na und? So. Nun, warum diese gefährliche Dinger da? Lieber töten! Vorrang fertig hier! Setze an neue Stelle, so wir bekommen mehr Spezialeis! Ich würde ja gerne, aber. Scheiße, muss ich den erst einsammeln oder was? Er tötet halt die Gegner. Guck mal, wer hat erstmal die Gegnermission?
Ja, ich erfriere hier so etwas. Ich will die Nebenquest machen, die ist dieser Fette. Oh, oh, okay. Dieser fette Gegner, der da immer wieder kommt. Und wir warten, bis wieder einer spawnt von denen. Da, oh, da ist ein. Ja, perfekt. Gut, das kannst du ihn wieder platzieren. Schon längst erledigt, das ist aber. So, okay. Für der Eisbrocken auch, okay. Nett gemacht. Ja, der kümmert sich gleich drum. Wenn er fertig ist, ist er ein Brocken fertig. Achso. Gut, du holen Eis? Da, ist gut. Setze Burra noch einmal woanders an. Ja, gerne. Kumpel, mein Drink wird warm wie der Anus von einem Kraken. Liefer mir dieses Spezialeis, dann kriegst du eine 1A-Schrotflinte. Oh. Ah, das ist wieder so eine Entweder-Oder-Quest, okay. Ah, also ich geb's der Frau. Fleisch, sein komisches Eis. Sei nicht normal. Was soll das? Ist schon wieder von Erdbeben hier? Du hast einen Gegner getroffen. Aus dem Eisbohrer kam gerade Blut raus. Schokolade hat genommen Ninas Bohrer. Du tötet! Weil du es einfach genau auf diesen Gegner gesetzt hast. Sehr witzig. Tut mir echt leid. Das war auch gar keine Absicht. Meinst du? Schild hoch! Ja, Spezialeis! Du Hol! Ich hol Spezialeis, okay? Oh, das war aber das war nicht. Nicht das Eis. Nein, war es nicht, das war ein Skin. Jetzt nehmen, Bohrer! Enforcer Skin? Ah ja, das ist eh für mich. Jetzt nehmen, Bohrer? Ach, der ist hier hingeflogen. Groscho, du gut gemacht! Bring Eis und Bohrer zu Nina! Schnell! Etwas riecht schon schlecht hier! Okay. Vergiss meinen Drink nicht! Das ist praktisch ein medizinischer Notfall! Was kriegen wir denn jetzt von Nina eigentlich? Das weiß ich jetzt gar nicht mal. Steht das da, wenn man drauf guckt? Nun, sie gibt uns eine Assault Rifle und, er gibt uns eine Schrotflinte. Und ich nehme an, die XP sind identisch, also... Ja, das ist wahrscheinlich schon. Bin ich dafür, das moralisch Richtige zu tun. Ja, der Ärzte zu helfen. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist. Hä? Was? Nein! Ja, der Bartyp soll es kriegen! Was? Ich sagte das moralisch Richtige. Ja, der Ärztin! Der Scherz passt schon. Du bist auch einer. Ah, da liegt eine Waffe. Sehr gut. Geben wir die nach ab. Was fliegt denn da oben? Ein Questmarker rum. Was, da fliegt ein Questmarker? Ja, frag mich nicht, aber... Wo siehst du einen Questmarker fliegen? Oh, das rote Ding war einfach gleich auf mit dir und ihr habt euch direkt übereinander bewegt, deswegen... Ich bin aber kein Questmarker, ich sehe ein bisschen anders aus. Ja, beim Pfeil in einem roten Rechten... Ja, egal, das sah merkwürdig aus. Also viel zum Sauerstoff, der fliegt da runter. Er braucht schon Sauerstoff. Glückwunsch zum Level-Up übrigens. Oh, danke dafür. Gibt's für mich auch ein Handbuch? Wahrscheinlich kann ich wieder was skillen, oder? Naja, habe ich schon gemacht. Okay, cool. Aber ich kann wieder Badass-Token ein tun. Feuerrate! Ich geh rein auf Damage. Scheiß drauf, ob ich tausendmal sterbe. Wenn ich genug Schaden mache, belebe ich mich mit jedem Gegner, den ich töte, wieder. Also, so. Ja. Sterbe ist selber. Vielleicht hätte ich das Auto nehmen sollen. Holst du mich ab? Ah ja, ja, okay. Will ich vorher bei ihm ankommen? Ich brauch Luft. Steige ein! Ah, danke. Okay, wir machen diese Quest jetzt aber nicht. Okay. Dann müssten wir nämlich zurück nach Concordia. Wir haben doch hier noch was übrig. Machen wir, das ist Waffensammeln, das... Dann die hier eigentlich, weil das andere ist Leute erledigen mit der Waffe. Intelligenz in der künstlichen Überredungskunst, Stingray-Garage. Ja, okay. Und wenn unser Inventar voll ist, geben wir die Waffen ab. Wir haben ja noch Slots, nehme ich an. Ich denke, lässt sich im Auto nicht prüfen. Ah ja. Steig in ein Stingray. Oh, das sind wahrscheinlich diese schwebenden Dinger. Ich hoffe es. Vielleicht schalten wir den dann auch frei. Permanent.
rein, oder? Nee. Ja, wenn man da auf der anderen Seite durchkommt. Ah. Auto wahrscheinlich, ne? Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Vielleicht muss man auch außen rum. Keine Ahnung. Kann ich auf jeden Fall recht weit fahren. Bis zu dieser Tür. Ja gut, aber ich bin jetzt einfach außen rum. Weil man kann einfach am Gebäude vorbeilatschen. Aha, was ist das denn? Was habe ich denn hier gerade gesehen? Wie zur Hölle komme ich zu dieser Waffenkiste? Warte, ich bin auf dem Weg. Ich bin zu dick. Wo bist du denn? Ich bin zu dick. Bist du jetzt irgendwo oben oder wo genau bist du denn jetzt? Oben? Ich bin am Gebäude vorbeigelaufen. Ja, da geht's aber einen Berg runter und du bist ja anscheinend gar nicht den Berg runter, weil du bist ja gar nicht so weit unten. Ja, doch, bin schon weiter runter. Hi, was brauchst du? Ich will das Gebäude, auf dem ich stehe. Tu das. Wie jetzt? Du bist schon auf dem Gebäude, wo du stehst. Ja, und da will ich jetzt rein. Du möchtest hier rein? Oh, ja, wegen okay. Der Waffenkiste. I see. Jetzt bin ich abgerutscht. Danke, Viech. Naja, wenn du einen Weg findest, ich hab keinen Fall. Man kann sich hier nicht reinquetschen. In Defensivstellung! Ich kann mir das vorstellen. Vielleicht irgendwie schlagen. Ich meine, da ist ja gar keine Öffnung oder sowas. Oh, shit. Ey, ist hier irgendwo CO2? Ich brauch O2. Kannst du zum Auto gehen? Oder warte, da ist. Ja, hier gibt's einen Haufen. Die hab ich ganz vergessen. Die Kombi lautet 8008. Fragt nicht, woher ich das weiß. Wenigstens hat der Laden noch Saft. Ja, es kann eine Weile dauern, bis ich das eingegeben habe. Du kannst mir nichts anhaben. Okay, passt. Bevor Dahl von Elpis abgehauen ist, haben sie Moxys Verbesserungen für das Serienmodell übernommen. Aber das streiten sie natürlich ab. Verbinde den Scrambler mit dem Digistruct-Gerät. Moxy war Mechanikerin. Okay. Ja, wie es ausschaut. Ich meine, gut, der eine Typ, der Mechaniker war, war doch Moxys Sohn, oder nicht? Bei General Knox. Wurde das jemals gesagt? Ich weil... dachte schon. Gab es denn noch eine andere Mechanikerin und die zwei gehörten zusammen? Ich weiß nicht. E platzieren. Platzieren wir einfach mal. Was auch immer hier zum Platzieren ist. Ja, das war's. Bestell dir jetzt einen Stingray. Ach so. Tag, Kumpel. Schon mal einen Mondlumi-Vehikel ausprobiert? Den hätte ich gern. Und ich hätte gern... Flakgeschütze. Nicht... Welches Design möchte ich? Also. Ich nehme die Sternkoralle Fahrzeug. Und ich konnte deren System hacken und einen neueren Plan rüber kopieren. Du kannst dir also ab jetzt von überall aus welche Digistructen. Schwing dein Hintern jetzt zur Pickel. Aber gewöhn dich ruhig erst an das Ding und check aus, was es kann. Mit F und G. Muss man auch noch G drücken in den Dingern. Hä? Warte mal, aber ich kann nicht wählen, welches Fahrzeug ich spawne. Das ist jetzt hier basierend auf dem Ding hier, oder wie? Also mir hat er angeboten. Und dann habe ich genommen. Ja, aber ich kann. Hä, aber ich konnte da ein Fahrzeug-Skin wählen. Aber das ist auf jeden Fall nicht schlechter als das Fahrzeug. Ich weiß nicht, was mit deinem Mikrofon los ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was mit deinem los ist. Du hängst genauso rum. Ah, gut. Dann ist es nämlich einfach das Internet allgemein. Oder Discord. Drück mal F. Du sitzt jetzt auf einem Stingray. Damit springst du locker darüber. Vielleicht. Vielleicht? Ich bin abgestürzt, du blöde. Ja, sie hat gesagt, vielleicht. Ja, da war ich schon in der Luft. Muss das ein bisschen besser timen als ich. Hä? Alles Geld. Hä, habe ich so, jetzt er bietet mir sofort an, Fahrzeug zu wählen. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, ich hatte da nur zwei Skins. Da war kein Button, welche Fahrzeugart. Na, vielleicht, weil ich das schon gewählt hatte. Nach meinem Tod war es jetzt jedenfalls wieder wählbar. Also der Pfeil hier macht nix, Fahrzeug. Hallo! Warte mal, mein F hat... Hey, ich drück doch nicht umsonst F! Ja, wie... Toll, er hat nicht mal den Boost benutzt. Habe ich G gedrückt versehentlich? Nee, jetzt viel weiter rechts. Ach, da geht es nicht mehr in der Luft, geht es nur davor, shit. Da muss es fast liegen. Okay, nochmal 500 weg. Wirklich, was du meinst, ganz ehrlich. Ja, jetzt bietet er es mir nicht an. Nach meinem Tod war es da, also ich habe jetzt nicht geguckt, aber da wird ja wohl ein Button sein, wenn man es dann nochmal nachträglich ändern möchte. Nein.
Ich wünsche dir viel Glück. Ich schaff's hoffentlich dieses Mal auch. Ganz gut. Reicht langsam, ich werde noch pleite hier. Okay, das hätte jetzt den Garten. Ich hab Pickel gesagt, dass du kommst. Fahr zu ihm. Ah, gut. Dann warte ich hier. So, du wartest? Na klar. Wähle Fahrzeugfamilie aus. Stingray, Mondbuggy. Oh. Das geht in ein neues Gebiet. Warte mal, man kann 4 Fahrzeuge machen? Wie krass. Es gibt, ich kann mich nicht hin teleportieren, also ist deins wohl kaputt. Also wir würden jetzt in ein neues Gebiet gehen. Nein, ich sitze in meinem drin. Achso, ja, dann mach das mal. Ach, es ist nur ein Einsitzer, deswegen. Ah ja, das könnte sein. Kammerjäger, hier spricht Colonel Sarpedon von der Lost Legion. Elpis ist bald Schutt und Asche. Ich werde bei der Explosion sterben. Wie alle anderen auf Elpis und auf Pandora unter uns. Ich habe dich kämpfen sehen und respektiere dein Können. Wenn du jetzt aussteigst, schicke ich dir ein Interstellar-Raumschiff. Wir werden dir nicht folgen. Überleg es dir. Guter Deal. Wieso hast du es nicht gemacht? Wofür hältst du uns? Für einen Haufen schnurrbartzwirbelnder Schurken? Jack hatte uns angeheuert, um für Geld Schurken zu killen und Leuten zu helfen. Genau wie ihr. Wenn du sagst, ihr seid wie wir, töte ich dich auf der Stelle. Konnichiwa allerseits. Spielen wir noch eine Runde Bankers und Badasses? Jetzt nicht, Tina. Oh klar. Ernste Zeiten. Entschuldigung. Okay. Ich fliege! Du folgst mir einfach. Könnte gefährlich sein. Ja, hier geht's doch lang, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich dachte, wir müssten aussteigen und dann weitergehen. Hast gerade gelaggt. Ja, Waffenkiste! Da was das draufschlagen kann. Achso, ich verstehe schon, was das ist. Nice. Pfannkuchenpalast-Achievement. Ein also Gegner im Stingray geflattert. Oh, ich glaube, ich habe die ersten Klassenmods hier gefunden. Oder? Warte, der erste Klassenmod? Weiß nicht, ob das der erste ist. Oh, ne, ich habe anscheinend schon einen. Ja, ich wollte gerade sagen. Hier ist Labu. Boing, ja, das bist nicht du, oder? Ich töte gerade Sachen, ich weiß nicht, ob das du bist. Also wenn du was übrig lässt, lass einfach nichts übrig, ja. Okay. Hä? Für was ist dieses Ding hier? Ich dachte, das ist ja für da hoch zu fliegen. Muss ich das jetzt wirklich... Kann ich das nicht mit dem Fahrzeug machen, oder was? Sieht so aus. Du schwebst, Dennis. Das kann ich echt nicht mit dem Fahrzeug machen. Meins ist halb kaputt. Ich weiß auch nicht, wohin. Das sind einfach so viele Gegner. Ah, hier kann man neues spawnen lassen. Ich fliege einfach mal hier rüber. Was gibt's hier Feines? Oh, da sind Steine im Weg, das heißt, da kann man noch nicht lang. Ich hoffe, ich komme hier wieder zurück. So, ich aktiviere mal einen Sauerstoffgenerator. Scheiße, ich komme da niemals wieder zurück. Ja, so willst du mein Geld. Du lebst da unten noch. Du könntest vielleicht langkommen. Vielleicht. Logisch. Ja, was denn? Also ich kann zumindest hier bleiben, wo ich gerade bin, aber ich glaube nicht, dass ich es wieder zurückschaffe. Du kannst doch von da unten, denke ich mal, auf weiter höhere Felsen springen, oder kommst du schon wieder hin? Okay, wo soll der höhere Felsen sein? Ja, ich werde die ganze Zeit über Gegnern gestört, ich kann leider dir nicht zeigen. Schau dich da um, das ist da definitiv sichtbar von deiner Position. Da ist gar nichts, was mir helfen kann. Natürlich! Nein! Natürlich! Absolutes Nein! Komm hier rüber! Natürlich! Wollen die Giftviecher mich verarschen? Jetzt fliegen sie weg. Ah, ne, die kommen wieder. Bin wieder da! Oh mein Gott, es kommen ja noch mehr! Lass mich doch in Ruhe! Vorsicht, keine Atmosphäre! Oh, meine Fresse, Mann. Komm schon, das ist Map-Ende. So, siehst du mich? Hier warst du vorhin. Hallo? Ja, jetzt komm hier rüber. Doch nicht hier rüber. Ich meinte einfach wieder zurück. Dennis, warum bist du unsichtbar? Ja.
Was laberst du? Ich bin nicht unsichtbar! Du, also Dennis, ich habe ein Fahrzeug. Ich möchte das jetzt nicht so springen, sondern mit Fahrzeug. Ja, das kannst du aber, glaube ich, vergessen. Wenn du zurück willst, ist das, glaube ich, die einzige Methode. Kann ich hier weiterfliegen? Hier müsste man, denke ich mal, tschüss. Was? Das Fahrzeug hat mich geblockt beim Abspringen. Ja, wenn du so blöd bist und springst, wenn es direkt vor dir steht? Neben mir, ich bin gerade ausgestiegen, es ist abgerutscht. Wo soll ich denn hintun? Ja, was zur Hölle? Hier ist doch noch sau viel Platz neben dem Fahrzeug, wo man stehen kann. Hier kann man überall stehen. Ey, ich hab auch Anlauf, springt ja, jetzt ist es. Ich hab E gedrückt und bin losgerannt. Das Ding hat mich abgedrängt. Ja, ich hätte warten können, bis es da unten steht. Schön. Was? Du rennst nicht die gleiche Situation. Was bist du für eine? Du rennst instant los, obwohl du noch gar nicht ausgestiegen bist? Und ich brauche Sauerstoff. Ja, kannst du dir im nächsten Part holen. Was ist das denn für ein Ding? Ja, du hast recht, im nächsten Part aber. Lass mal atmen. Aber ja, wir werden nicht vergessen, anscheinend auch. Tschüss.